Ach, let's start. Fangen wir an. Hot Dog Man Mustard Party 2. Highscore ist 256. Ja, ey, ich hätte das Handy weggelassen. Dankeschön, Jin. Start! Um abzusenfen. Oh no. Oh, ich hätte es einsammeln sollen, ne? Um abzusenfen. Kriegen wir hin. 256. Was für ein schlimmes Spiel. Mal reinfinden, ja. Abzusämpfen, sowas hätte ich ja bei Gronkh erwartet, aber naja. Das steht hier. Drücke, da steht's. Das ist, speziell. Wird jetzt auch nicht mein Favoritenspiel hier. Das sind solche Sachen, da kannst du dich als Elternteil auch, glaube ich, nicht gegen wehren, wenn das Kind sowas cool findet. Das geht doch schief. Och. Gott. Ich will nicht nervös werden bei einem Senfspiel. Nee. Oh, die Musik ist cool. Und oh, man. I suck. Kannst dich gut gegen wehren. Du erklärst einfach, warum du das blöd findest. Funktioniert immer. Also ich finde das blöd. Okay, Mama. Tschüss, wir spielen trotzdem. Guck mal, andere schubsen ist voll blöd, weil es tut denen weh. Mir egal. Aber, wenn die Erklärung vom Kind mit aber anfängt, dann wird sowieso auch genauso wild, wie wenn man seine eigene Erklärung mit aber anfängt. Wir haben mir das weggenommen. Aber. Aber wir schubsen nicht. Spieler. Mach die Musik und schon wieder gleiche Fehler. Wir müssen diesen Dämpf da lassen. Das ist ja ein Werbespielchen wahrscheinlich. So, jetzt nicht wieder den gleichen Fehler machen. Nee, müssen nicht jeden einsammeln. Den nehmen wir mit. Jetzt hab ich's drauf! Echt genau der richtige Moment, mein Freund. Sehr unaufdringlich, du sitzt übrigens auf meiner Hand. Wir haben den Rekord geschafft. Wow, jetzt geht's richtig los hier. Ja, jetzt ist auch klar, dass man es geschafft hat, ne? Alfred, ey. Oh, oh. Reicht. Ich finde das blöd, ist keine Erklärung. Komm, aber wahrscheinlich auch einfacher auf das, kommt auch einfach auf das Kind an. Vielleicht auch, ja. So, wir haben einen neuen Highscore gemacht. Du sitzt immer noch auf meiner Hand. Jetzt müssen wir noch eine neue Karte machen. Mann. Sie haaren. Es ist zu warm. Sie haaren schon wieder. Hören Sie bitte auf mit den Haaren. Es ist echt manchmal komplizierter, Kindern das zu erklären. Natürlich, wenn die Bindung stimmt, funktioniert das auch. Ich finde das überhaupt nicht cool.
Dann gibt es so einen wehleidigen Blick mit, oh Scheiße, er findet es nicht cool. Und dann klappt das schon. Aber nicht immer. Time for Captain Spear to put these pieces together. Du sitzt auf meiner Hand. Ja. Genau, toll. Keine Karte entschlüsseln! Time for Captain Spear to put these pieces together. Du bist doch ein Ei. Hä? I have to place it right. Richtig platzieren, danke schön. Ah, wo? Hier sind überall Striche. Hier sind Kreise. Zwei. Noch nie hat das Kreuz. The Maze of Doom. Da ist das Auge. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Dan. Hi, Terry Blue Terrible. Oder so. Jetzt lese ich. Kannst du es drehen? Kannst drehen, ja, danke schön. Und ich. Aber das macht keinen Sinn. Das muss ja übereinstimmen. Das ist der Weg hier, die Straße. Das ist der Weg. Haustür. Früher in der Grundschule mit Pauspapier. Wir sind in der Grundschule. Es ist Pauspapier. Zwei. Okay, Moment. Hier ist eine 2. Das ist die 3. Das ist die 1. Und hier ist eine 4. Gott. Eins. Zwei, drei, vier. The treasure map is not a secret anymore. It's mine. Oh Gott. Links, links, rechts. Nee. Eins. Links, rechts, links, links. Es ist zu voll. Leute, macht doch nicht so einen Scheiß hier schon wieder mit mir. Wartet mal. Tischabenteuer hier. Kannst du dich wenigstens nicht auf die Tastatur begeben? Suchst du dir bitte einen Platz? Ich muss noch an die Tastatur rankommen. Oder geh einfach weg. Oder auch nicht. Guck mal, ich nehme die Tastatur hier nach vorne. Es wird zugekatert, ja. Es wird zugekatert hier. Nicht ins Mikro beißen. So, links, rechts, links, links. Links, rechts, links, links. Links, rechts, links, links. Das schmust er mit dem Mikro. Links, rechts, links, links. Links, rechts, links, links. Norbert, merkt ihr? Links, rechts, links, links. Links, rechts. Links, links. Links, rechts, links, links. Links, rechts, links, links. Wie war's? Links, rechts, links, links. Betreten. Samuel, dankeschön. Das ist super. Ja. Nach links gehen. Nicht in Fathead beißen. Oh, warte, ich traue dir alles zu gerade. Links, was war das? Rechts? Gelenkt.
links. Und nochmal links. Yes, wir haben es geschafft. Wegen Spam-Verdacht oder was? Ein Erinnerungsnest. Mom was so pretty. I miss Mom's smile. Jetzt kann ich Captain Spirits Kostüm erstellen. Vielleicht finde ich, was ich brauche in der Nähe. Cape, Rüstung, Helm. Was fehlt uns denn noch? Ich wette, Mantroid versteckt sich noch auf seinen Planeten. Mit meinem kompletten Anzug könnte ich mein Raumschiff benutzen. Achso, ich muss jetzt ins Auto noch. Dann müssen wir jetzt wohl ins Raumschiff nochmal steigen. Dann wird das ganz doll schlimm, irgendwas anderes hier passieren. I can't go to Mantroid's planet without finishing my costume. Was fehlt mir denn zum Kostüm? Wir haben den Helm, ein Cape und unsere Rüstung. Was fehlt mir? Cape und Helm. Spraydose. Oh, hatten wir uns die nicht schon mal ausgesucht? Aber da hatten wir die noch nicht an, ne? Der Notzen! Voll gut. Yes, it's actually Captain Spirit to the rescue. Ich brauche eine Papprüstung. Mantroid's home planet for a change. Großartig. Ah. Gut da hinten besprüht. Oh, jetzt endet es aber nicht gut. Mantroid. Come on, let's get going. This is Captain Spirit. You copy? Are you there, Sky Pirate? Captain Spirit, I read you loud and clear. Are you sure you want to go on this dangerous mission? Don't worry about me. Mantroid is the one in danger.
Gotta do a quick system check first. Instrument panel, check. Force field, check. Proton missiles, check. Escape pod, check. Windshield wipers, check. Everything looks good. Start the launch. We're going faster than light speed. What's that ahead? Oh no! Meteor shower! Turn on the force field! Too late! Emergency! SOS! Crash landing! Ah! I wonder how many ships Mantroid has crashed on this planet. Never mind. I landed safe. Time to explore! Ist gut. The planet is so dark and the sky is so red, like blood. No wonder Mantroid lives here. But how could anyone live here? It's kind of sad and lonely. Das erinnert wieder an Insound 9. Wow. What's that sound? Something is coming. Or somebody. Mein Glück sind wir echt langsam. Mantroid, show yourself, you coward! Das ist so cool. Gerade auf die Straße. Das Captain Spirit! Los geht's! Du schaffst das! Vor, dass er nicht wirklich auf die Straße gegangen ist. You will pay for what you did, Mantroid. I swear. Wir haben alles erledigt.
die super Aufgaben, die ich erledigt habe. Wir haben eine Rüstung. Wir haben den Schatz begraben. Wir haben das Schneemonster. Wir haben Zielübungen gemacht. Wir haben den Metroid besucht. Wir haben das Team zusammengestellt. Wir haben einen Highscore gewonnen. Und wir haben den Wasserfresser. Jetzt müssen wir mit der Realität klarkommen. Jetzt das hier in alle. Oh, wie unangenehm. Dad, you sleeping? Hey, wake up. Dad. Come on. Huh? What? Who's there? Who's that? Dad, it's just me, Chris. Whoa, whoa. Hold on, buddy, okay? Jesus. Dad! Fuck! Dad, are you okay? Do I look okay? No. I tripped. Can't even watch one goddamn game. Fuck! That's just great. Oh, I think I sprained my foot. Shit. Chris, why did you wake me up? You told me to wake you up. I thought you said the pine tree. Pine tree? I can't even walk in my own house, man. You should be careful when you're, you know, when you wake up. Don't be a smartass, Chris. I'm not in the mood right now. Yeah, Dad. Okay. Jesus Christ, who is that? Go answer. If it's some salesperson or some church group, you just close the door on them. It's nobody's business. This is our castle, and it's our family. Right? Right. Oh my, look at you. What kind of costume is that? I'm Captain Spirit. Of course you are. We need all the superheroes we can get. And how are you doing, Chris? Good, Mrs. Reynolds. Just. Das ist, ich glaube, die Lehrerin, die eigentlich mit zum Gespräch, also eigentlich sollten wir doch in die Schule kommen, oder? Nachbarin? Lehrerin? Ist nicht. Just doing homework, you know? On a Saturday? I didn't know you were such a good student. Teachers nicht Lehrerin. Must love you. I even saw you clearing the snow out of the front porch, so I hope you don't work all day. Actually, I was going for a nice walk, but it sounded like the 4th of July over here. Is everything okay? Wir brauchen Hilfe. Oh, yeah. Dad just tripped and fell, but he's okay. That sounded like some fall. You sure he's okay? Uh-huh. He got all excited about the game, and he tripped over the table. I swear. Well, don't swear for your dad, honey. Leave that to him. Must be some game. I hope you have something else planned for today. Oh, yeah. Me and my dad are gonna go buy a real pine Christmas tree. Oh, that sounds like fun. Steven and I better get one so we can start decorating. Oh, I love this time of year.
Me too. And Dad said we could get the best Christmas tree on the lot. You certainly deserve the best Christmas tree. And if you need any extra decorations, we have a surplus. Ooh, that would be awesome. Well, I'm glad to see you're taking care of your father. Of course. We're both on the same team. You're a good son, Chris. Listen, Chris, I'm only steps away from your house. If you ever feel scared, you can come visit us anytime, day or night. Understand? We hear you. Okay. Sure. Thanks. Thanks, Claire. I promise I'll see you later. So what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could have gotten rid of her. I tried. Man, I bet you wanted to tell her what a shitty dad you have. Huh. No, she just wanted to say hi. I didn't say anything, Dad. I swear. Dad, please believe me. Jesus, stop that whining. You're not a baby anymore. Oh, boo-hoo, Daddy. Believe me. Grow up. But I... Just like your mom. Every time I look at you, I tell you talk. Stop it. I see your face. Why? And if it wasn't for you, she would have never taken the car that day. Oh, wow. Never. Oh, hey, Chris, look, hey, I didn't mean that, buddy. Yes. Yes, you did. No, listen, Chris.